Über Jahrzehnte war das staatliche Krankenhaus in Colombo das einzige, in dem die Menschen eine einfache orthopädische Behandlung bekommen konnten. Noch heute werden hier meist Minenopfer und Kriegsverletzte versorgt, so auch der 70-jährige Rahman. Bei einem Bombenanschlag vor 50 Jahren verlor er sein rechtes Bein. Seitdem kommt er alle paar Jahre in das Krankenhaus, um seine aus einem Stuhlbein gebaute Prothese reparieren zu lassen. Meist gegen Mitte eines Jahres fehlt dem Krankenhaus Geld für neues Material. Neue Werkzeuge oder Schulungen für die Mitarbeiter des staatlichen Orthopädiezentrums gibt es nur selten. Hier ist eigentlich nichts vorhanden. Die Maschinen sind veraltet, zum Teil 80 Jahre alt. Mit denen können Sie eigentlich rein faktisch gar nicht arbeiten. Um die Versorgungsdefizite im Land zu mindern, erbauten die Johanniter mit ihren Partnern ein Orthopädiezentrum im Süden Sri Lankas. Sumit verlor mit 19 Jahren sein rechtes Bein. Danach konnte er jahrelang nicht mehr schmerzfrei laufen. Heute ist Sumit 25. Nachdem er im Orthopädiezentrum behandelt wurde und eine Beinprothese erhielt, kann er wieder arbeiten, als Taxifahrer. Auch seiner Familie kann er wieder helfen. Dank des Orthopädiezentrums kann ich endlich wieder mein eigenständiges Leben führen, meiner Familie helfen und wieder Geld verdienen. Ich bin sehr glücklich, all diese Dinge wieder tun zu können. Auch Vasani kann heute wieder lachen und spielen. Sie ist seit Geburt gehbehindert. Früher musste sie von ihren Eltern zur Schule getragen werden. Durch die Unterstützung des Orthopädiezentrums kann sie den Schulweg nun wieder alleine bezwingen. All diese Menschen danken Ihnen, den zahlreichen Spendern, für Ihre Unterstützung. It's all about